Hi ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr super easy Dalgona Coffee zubereiten könnt. Vielleicht habt ihr es hier und da schon gesehen, das ist ja aktuell der letzte Trend und schmeckt auch einfach super lecker, ist aber sehr schnell und easy zuzubereiten. Das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei, ihr braucht nicht viele Zutaten, legt einfach los und lasst es euch schmecken. Ihr braucht zunächst einfach nur löslichen Kaffee vom Discounter, Zucker und Milch. Und dann können wir auch erstmal loslegen. Zunächst gebt ihr 2 Esslöffel löslichen Kaffee in eine Schüssel. Dann gebt ihr wieder 2 Esslöffel Zucker hinzu. Dann nehmt ihr heißes Wasser. Es ist wichtig, dass es heiß ist, damit sich der Kaffee auflösen kann. Und gebt hier 2 Esslöffel heißes Wasser dazu. So, dann verrührt ihr das Ganze mit einem Schneebesen. Ihr könnt hier auch direkt einen Mixer nehmen. Also ich habe danach auch einen Mixer genommen, weil mir das doch zu anstrengend wurde mit dem Schneebesen. Aber es funktioniert auch mit dem Schneebesen. Ihr müsst halt nur lang genug rühren. Ist halt auch eine gute Armübung für die Muskeln, finde ich. Für manche Männer vielleicht. Aber mir wurde das irgendwann zu anstrengend. Und was den Zucker betrifft, hier kann man natürlich auch viele Ersatzprodukte nehmen, anstatt Zucker vielleicht Süßstoff. Ja, ich denke, dass da viele dabei sind, die vielleicht auf ihre Ernährung achten und keinen Zucker verwenden möchten. Und ich denke, es funktioniert auch mit Süßstoff. Genau, ich habe irgendwann, wie gesagt, dann auch einen Mixer genommen, weil mir das Rühren zu lang gedauert hat, aber es funktioniert auch mit dem Schneebesen. Aber wenn man einen Mixer zu Hause hat, why not, einfach danach greifen, es geht viel schneller. Genau, ihr beobachtet dann, dass die Masse super schnell cremig wird und sich die Farbe dann auch ändert, so von dunkel zu Gold, also golden. Und ja, also sieht dann schon super cremig und schön aus. Hier nochmal in der Nahaufnahme die Konsistenz des Ganzen. Ihr seht, wie schön cremig das ist und könnt euch schon mal vorstellen, wie das Ganze dann auch weitergeht. So, dann sind wir auch fast schon fertig. Ihr nehmt euch ein Glas, je nachdem für wie viele Personen ihr das Ganze zubereiten wollt. Ich habe jetzt das erstmal nur für mich gemacht. Und ja, fügt ein paar Eiswürfel hinzu, wenn ihr möchtet. Also jetzt gerade im Sommer ist es natürlich super angenehm, Eiskaffee zu trinken oder einfach was Kühles oder Kaffee zu variieren allgemein. Genau, und dann fügt ihr Milch hinzu. Auch hier kann man natürlich auch Sojamilch nehmen, also vegane Milch insgesamt. Und genau, und dann gebt ihr einfach die Kaffeemasse hinzu nach Bedarf, also je nachdem, wie ja, voll ihr das Ganze haben möchtet. Und ich habe einfach jetzt mein Glas voll gemacht. Ihr müsst natürlich auch wissen, dass die Kaffeeintensität jetzt auch besonders hoch ist. Von daher vielleicht erstmal nur ein wenig reinmachen und testen, wie es schmeckt und dann nachfüllen. So, das ist mein fertiger Kaffee. Hat super geschmeckt, muss ich euch sagen. Wie gesagt, 2 Eiswürfel waren drin, Milch war drin, Kaffee war drin. All das, was ich mag. Und es war kühl und jetzt einfach perfekt bei den aktuellen Temperaturen. Ja, und wie ihr gesehen habt, ist es auch super easy zuzubereiten, super schnell für zwischendurch. Also probiert es auf jeden Fall gerne aus und lasst es euch einfach schmecken. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Ansonsten genießt das schöne Wetter und bis zum nächsten Video. Go with the
For me to say you love.